Okay, da oben sehe ich noch eine Anhöhe. Da wird garantiert ein Gegner drin sein. Oder es wird erstmal jetzt die Mission pausiert. Gut. Alpha 9 und Stingray sind in eine Falle gelaufen. O'Neill, der Beobachter von Alpha 9, wurde verwundet und evakuiert. Sergeant Tyler Wells, Deckname Razor 64, setzt die Mission. Razor 64. Ja. Mother 2, hier Razor 64. Ich habe die Randbezirke eines Dorfes erreicht, etwa 2 Kilometer westlich von Position Overview 28. Feindliche Präsenz gesichtet. Ich müsste das Ziel aber unentdeckt erreichen können. Bestätigt, Razor 64. Delta 3 müsste die Position in etwa 2 Minuten erreichen. Gehen Sie vorsichtig vor und bleiben Sie unten. Der Feind rechnet mit einem Angriff. Verstanden, Madam. Nutze deine Tarnfähigkeiten, um dich zum Leuchtturm zu schleichen. Wird gemacht, Chef. Das heißt, Tarnfähigkeiten. Schleichen. Ich könnte ihn jetzt abballern, aber nein. Ich persönlich nutze meine Tarnfähigkeiten. So was Schönes hat noch nie jemand zu mir gesagt. Ich habe Tarnfähigkeiten. Und die Hühner machen Lärm. Deshalb sterbt ihr jetzt. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob die Gegner bei dem Spiel auf Geräusche anspringen. Also ich schleiche zwar, aber man hört, ich mache noch ein paar Geräusche. Egal, werde ich wohl oder übel rausfinden müssen. Oh, ich bin ja gelaufen. Jetzt bin ich auch schon viel leiser. Da steht eine ganze Horde, weiter geht's. Verdammt, wir müssen hier irgendwie rauskommen aus diesem Dschungel. Das kann doch nicht sein. Das kann es nicht gewesen sein. Chica Vasquez. Tut mir leid. Einen muss es treffen, dich oder mich. Und wenn ich schon die Wahl habe. Ab in den Farn. Farn, du bist mein Freund. Fahren, du bist mein Freund. Zwei. Ich versuche, wenn ich einen abschießen muss, dann wirklich nur welche, die alleine stehen. Also Mobbingopfer, sogenannte. Die von der Gruppe ausgeschlossen werden. Denn wenn sie fehlen, A, vermisst sie keiner. Und zweitens, es merkt auch keiner, ne? Die Hühner machen so traurige Geräusche. Ich will sie ja schon fast mitnehmen. Zurück. Zurück nach Amerika. Eine Bewegung und ihr seid kalt. Da. Razor 64, ein nicht identifizierter Konvoi nähert sich Ihnen von Osten. Stellen Sie, wenn möglich, Sichtkontakt her und erstatten Sie Bericht. Halten Sie den Kopf unten und seien Sie vorsichtig. Nee, kann nicht sein. Verstanden, Mother 2. Bin okay. Unterwegs. Ab in den Farn. Der Farn ist echt praktisch, du. Das muss man mal anmerken an dieser Stelle. Ja, aber mir macht das Let's Play, um mal hier ein paar erfrischende Worte vom Hocker zu lassen, vom Stapel zu lassen. Eigentlich, tja, gefällt es mir ganz gut. Ich weiß nicht, wenn es euch auch gefällt, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Der Kanal ist noch am Anfang. Ich hoffe doch, dass wir in geraumer Zeit schon ein paar mehr Zuschauer haben werden. Wenn nicht, auch egal. Es macht wirklich sehr viel Spaß und... Darum geht es ja im Leben. Hobbys sollen Spaß machen. Und vielleicht auch den ein oder anderen begeistern. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Und wenn man dann natürlich, so wie ich hier, wunderschön durch ein bisschen Farn kriechen kann, dann denkt man sich auch, Mensch,
jetzt so eine Topfblume im Zimmer. Das wär's doch. Das wär genial. Haben wir den nicht gerade schon erledigt, diesen Schnäuzer-Typen? Mother 2, hier Razor 6-4. Habe Sichtkontakt zum Konvoi. Drei Militärfahrzeuge mit feindlichen Soldaten. Ein Transportlaster, der von zwei Jeeps eskortiert wird. Der vorderste Jeep scheint mit hochrangigen Offizieren besetzt zu sein. Bestätigt, Razor 6-4. Da ist offenbar irgendwas Großes im Gange. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt und gehen Sie wie geplant vor. Okay, ich werde, glaube ich, die Mission noch kurz zu Ende spielen, dann eine kurze Pause einlegen und die nächste Aufnahme starten. Meiner aktuellen Position. Aber zuerst sind wir noch im tiefsten Dickicht. Okay, unentdeckt. Alles klar. Madame. Da kommen zwei Stück. Das könnte von hinten. Einen mit dem Wurfmesser. Okay, die gehen da lang. Mokiere, wenn ihr wüsstet, wer in eurem Busch hockt, dann wärt ihr ziemlich geschockt. Scheiße, war das schlecht. Da kommen noch welche. Rennen! Rennen! Fahren! Ach, ich muss da hoch. Ah, Leuchtturm, ja. Ich versuche mich mal hier durchs Wasser. Ach ja, deine Oma hat doch einen dicken Büschel am Arsch. Ey. Wieso werde ich jetzt schon wieder gesehen? Das ist doch scheiße. Schießen. Mann, ich war doch geduckt, dann bin ich ins Wasser gegangen, ist er wieder aufgetaucht, dann stand er auf einmal wieder eins. Das geht doch gar nicht.